Ja, meine wunderschöne neue Bayern Cloud Schule bekommen und in dem Video erzähle ich, wieso aus meiner Sicht die Bayern Cloud in Kombination mit Windows 365 Sinn macht. Es gibt auch, also europaweit Nummer 1 ist Google Education aus Datenschutzgründen schwierig und Apple läuft eben nur auf Apple-Geräten und deswegen ist meine Vermutung, diese Kombi macht, das ist die Zukunft. Nürnberg hat jetzt schon länger Office 365, also es läuft dann schon und da werden die anderen Kommunen wahrscheinlich alle nachziehen. Die Bayern Cloud kann viel, aber es fehlt auch was. Also die hat Drive, Office, Messenger, Videokonferenz, Mebis Lernplan und noch vieles mehr. Ja, aber das sind die Kernpunkte einer Cloud, die hat. Und aus meiner Sicht fehlt eben OneNote, die ein interaktiver Kalender und ein interaktives Dashboard. Ich fange mit OneNote an. Wir sollen ja bis 2028, soll jeder Schüler soll ein digitales Gerät bekommen. Und die Kinder werden, also man kann so ein Tablet mit der Tastatur bedienen und man kann auch weiterhin mit Papierstift arbeiten, Papierbücher schreiben und das einfach so als Werkzeug, als drittes Gerät nutzen. Aber die meisten werden mit dem Stift schreiben und deswegen ist so eine Schreib-App und das ist OneNote, ist, ich nenne es jetzt Gelingensfaktor, also ohne das geht es nicht. Ich nutze das auch schon lang, indem ich jetzt meinen ganzen Tafelanschrieb auf so einem Tablet mache und das wird dann gebeamt und die Schüler sehen es. Die Software ist kollaborativ, das heißt, die Schüler, die können auch untereinander zusammenarbeiten über diese Software. Funktioniert online, offline, der Workflow ist gut und das ist kein Luxus, wenn ich es ständig benutze. Es funktioniert auf allen Plattformen, auch auf Windows, Linux-Rechner. Das ist auch alles, das braucht es, ohne das geht es nicht. Ich zeige hier mal, was kollaborativ bedeutet. In dem Bereich sind zwei Schüler und die schreiben das. Und die sehen aber auch, was andere Schüler geschrieben haben. Und da kann man dann drüber reden und Interaktion herstellen. Im Inhaltsbereich sehen sie nur meinen Tafelanschrieb, kann nichts reinschreiben. Nur für Lehrer, das sind meine Vorbereitungen. Und da unten sind Schüler. Das zeige ich hier, das ist meine iPad-Klasse. Die haben hier, also das ist jetzt eine Schülerin und unter Versuche muss sie einen Versuch machen und da sehe ich, was sie aufgeschrieben hat in der Stunde und ich würde hier sehen, was andere Schüler gemacht haben und da kann ich natürlich ganz anders arbeiten. Also das sieht immer nur Lehrkraft und ein Schüler und kollaborative Szene, alle Schüler alles und dass es sowas braucht. Nur auf Surface und nicht auf iPad gibt es die Möglichkeit, dass ich von der Handschrift in diese Datenverarbeitung gehe in echtes Mathe und dann werden die Gleichungen gelöst oder angezeigt. Das heißt also so KI-Tools, die werden immer mehr und da kann jetzt irgend so eine Mebis-Tafel leider nicht mithalten. Jetzt als nächstes dieses Dashboard, also ohne OneNote geht es nicht. Dashboard, ohne Dashboard geht es vielleicht schon. Das Dashboard der Bayern Cloud schaut anders aus wie bei Teams oder HPI oder Logineo oder so. Ich habe also Marktführer oder im Moment das ja, zeitgemäße Schulcloud ist eigentlich Teams. Ja? Also 2023 hat man sowas. Das sehe ich jetzt hier unter Aufgaben, die Aufgaben von meiner Physikklasse. Und unter diesen Aufgaben sieht der Schüler sämtliche Aufgaben, die gestellt wurden, unter Chat, sämtliche Chats, ja, die es gibt. Und dann gibt es den Kalender und ein Forum und. Alles auf einen Blick übersichtlich. Es hat sich in der Pandemie gezeigt, wenn die mal damit umzugehen wissen, wenn alles über so ein übersichtliches Dashboard läuft, funktioniert es flüssig. Viel flüssiger, als wenn es irgendwie versteckt ist. Ich habe hier in der Bayern Cloud, wenn die Lehrkraft eine Datei schickt, dann kann es sein, dass sie in Teams liegt, es kann sein, dass sie in Drive liegt, kann sein, dass sie im Messenger liegt und kann auch sein, dass diese Datei im Mebis liegt. Und da muss man möglich, man kann damit arbeiten, muss halt mehr schulen, mehr üben, mehr nachgucken. Auch für mich als Lehrkraft, wenn ich die Klasse 11a neu habe, dann baue ich ein Drive, ein Messenger, ein Mebis, dann vom Mebis ein Link auf Drive. Das ist einfach man muss es wissen, es ist möglich, aber es ist umständlicher. Und ja, als nächstes den Kalender mit Projektmanagement. Ich erkläre, was ich damit meine. Also Kalender hat die Bayern Cloud nicht. Wenn jetzt Lehrkräfte eine Klassenfahrt planen, dann geht es darum, dass man nicht nur so einen gemeinsamen Kalender hat, sondern ein Tool, wo man einträgt, ja, wer macht was, bis wann, wann ist erledigt. Schön übersichtlich. Also wichtig ist der Workflow. Also die Lehrkräfte, wenn ich die zwingen muss, das zu nutzen, dann hat es keinen Sinn, wenn die sagen, Papier ist schneller. Es muss ein Tool sein, wo sie alle sagen, ui, wow, toll. Ja, der Vorteil ist klar, wenn eine Lehrkraft mal ausfällt, weg ist und eine neue Lehrkraft kommt, also wenn jemand ersetzt wird, dann sieht man gleich, was ist zu tun, ohne da stundenlange Konferenzen zu machen. Es geht nicht nur um Klassenfahrten, wir kriegen immer mehr Projekte, Wissenschaftswoche, jedes Jahr kommt was Neues dazu. Und mit Schülern habe ich ja auch Projekte, ich soll ja auch interaktiv und gemeinsam arbeiten. Deswegen brauchen auch Schüler so einen gemeinsamen Kalender mit der ganzen Klasse, wo man sowas machen kann. Hier, das ist Drive. Ja, Drive ist gut, gefällt mir. Ja, also da habe ich jetzt nicht nur, kann ich jetzt
Dateien speichern, sondern ich kann auch online im Online-Office. Und was Ähnliches habe ich hier Win365 oder Teams. Da ist jetzt die Frage, brauche ich beides oder? Und ich natürlich, also meine Botschaft, ich brauche beides. Also weil es wird Lehrkräfte, die sagen, Drive ist einfacher und übersichtlicher, gerade für kleine Kinder, viel schöner. Und andere sagen, Moment, ich habe die größeren Berufsvorbereitungen. Ja, ob ich will oder nicht, die haben halt einfach Excel und Word. Und deswegen brauchen die genau Excel und genau Word. Ja. Dann Drive ist wirklich gelungen, finde ich. Läuft sogar auf meinem Linux. Ja. Manche sagen aber, zuverlässig? Ja, da mache ich jetzt noch Fragezeichen. Im Moment ist gerade der Messenger noch nicht zuverlässig, aber das ist unfair, weil der ist neu. Also streichen wir es mal weg. Aber klar, 365 kriegt jedes Jahr Updates, die haben viel mehr Geld. Die laufen, da kommen die KI-Tools und da kann jetzt so dieses Drive noch nicht ganz mithalten. Und vielleicht fehlen auch ein paar Funktionen. Wichtig ist natürlich das Argument, die Schüler müssen lernen, dass es mehr als Microsoft, Google und Apple gibt. Ja, man kann wirklich auch ganz, ganz viel mit Drive machen. Also deswegen hier das dicke Plus. Lasst die Lehrkräfte entscheiden, was sie gerade wofür hernehmen wollen. Diese Doppelung kostet natürlich Geld, ich weiß schon, aber das muss jetzt digitale Bildung wert sein. Also wenn wir morgen noch dabei sein wollen, ja, weltweit, dann müssen wir da auch an der Stelle, dürfen wir da nicht falsch bauen. Jetzt noch so eine Ergänzung zum Schluss. Tablets bis 28, das ist eine Schule in Belgien und die haben schon 2012 damit angefangen. Damit wir sehen, wo wir stehen. Also weit, weit, 10 Jahre zurück hinter dem, was eigentlich so sein sollte. Ich nehme diese Schule, weil die habe ich schon dreimal besucht, sind Erasmus-Partner, die war Google-Pilotschule, deswegen kenne ich das System, da war das bei uns noch, da wussten wir gar nicht, was eine Cloud ist. Ja. Und es hat Licht und Schatten. Also die Geräte damals hatten noch keinen Stift und das WLAN war schlecht. Also einfach Geräte reinschmeißen und alle sind glücklich, läuft nicht. Also das ist diese Tablets bis 2028, das ist eine echte Herausforderung und da ist viel zu tun. Ich verlinke noch zwei Videos von mir. Das eine geht um Inhalte, also dass diese Geräte nicht nur eine Cloud brauchen, sondern auch Inhalte. Und dann mit KI, ja, also auch als Lehre von dem, was ich da so gesehen habe, ist es dann, also um klar zu machen, wo es hinläuft.